Euer Flatti, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Am Donnerstag bekam ich ein Fanpäckchen. Und zwar dieses tolle Teil hier. Und in diesem Video werde ich dieses Fanpäckchen öffnen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich halte es auch noch verkehrt herum. So, jetzt halte ich es richtig herum. Hier seht ihr meine Adresse, hier könnt ihr mir Fanpost schicken. Wie ihr seht, den Absender habe ich richtig gut fachmännisch zensiert. Die Sendungsnummer habe ich gebläut, also nicht geschwärzt, gebläut. Und den QR-Code habe ich ausgekreuzt. Und hier die beiden Barcodes. Was man nicht alles für den Datenschutz tut. So, das Paket ist schon mal gut zugeklebt. Gucken wir mal, ob ich das so öffnen kann. Na gut, wird ein bisschen schwierig, das zu öffnen. Aber ich habe vorgesorgt. Und mir vor ein paar Tagen diese schöne Schere hier gekauft. So, ich glaube, das Päckchen kann ich definitiv nicht mehr weiterverwenden, so brutal wie ich es öffne. So. Hier ist schon mal ein Brief drinne. Halte ich einmal kurz vor die Kamera. Und jetzt lese ich den nochmal vor. Hallo Flatti, danke für deine unterhaltsamen Videos. Hier ein paar AAA-Batterien für deine Waage und etwas zum Naschen. Grüße aus Frankfurt, Fedrick. Vielen Dank, Fedrick, schon mal für das wunderschöne Päckchen. Hier seht ihr eine Menge AAA-Batterien für meine Waage, damit ich mich endlich wieder wiegen kann. Und hier ist eine Menge Naschzeug drin. Hier ist ein Snickers drin, esse ich sogar ganz gerne. Ein Ballisto ist da drin, esse ich auch gern. Und etwas, was mir ein bisschen unbekannt ist, und zwar von Hitchies, Schnüre. Das werde ich auf jeden Fall mal probieren. Und ich bin gespannt, wie es mir schmecken wird. Und hier haben wir von Hooligan Brezel Quash Honey Mustard Soße. Kenne ich auch noch gar nicht. Werde ich auf jeden Fall mal die Tage mal probieren. Vielleicht mache ich dazu auch noch ein Video, wie ich hier die ganzen unbekannten Süßigkeiten probiere. Und die letzte Süßigkeit, die hier drin ist, ist Fruchtkaramellen. Da kommt echt schon Erinnerung an früher auf. Kennt ihr das noch von eurer Großeltern? Diese komischen, leckeren Süßigkeiten. Das sind die auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall auch mal probieren. Die habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen. So, das Paket ist leer. Vielen Dank nochmal an Fedrick, dass er mir so ein tolles Päckchen geschickt hat. Das freut mich wirklich sehr. Und an dieser Stelle werde ich jetzt auch das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.